So. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Call for Sale. Yay! So, wir haben in der letzten Folge übelst. Ich habe trotzdem schon wieder so gesagt. Ich krieg das einfach nicht weg. Wir haben ja richtig viel Kohle gemacht in der letzten Folge. Was ist denn jetzt hier los? So, und wir gehen auch gleich mal wieder Richtung Nachbarschaft. Um zu gucken, was hier Schönes oder Hässliches rumsteht. Was wir vielleicht zu ein bisschen Gold machen oder Cash machen können. Guck mal, da sehe ich schon ein Auto. Ich werde mich jetzt aber trotzdem mal ein bisschen so an den Preisen festhalten für, ich sag mal so, um die 1.500 bis 2.000 Glocken. Dass wir jetzt nicht quasi so viel ausgeben, dass wir immer ein bisschen was... Alter, was ist denn das? Und dafür willst du 8.000 haben? Ne. Also Leute, sorry, aber beim besten Willen nicht. Das ist ja maximal, also in dem Zustand, so wie er hier ist, der ist ja nicht nur dreckig. Guckt euch die Karre doch mal an. Hier 11%, 11%, 8%, 10, 11 und dann hier noch gestrichen. Oh, und dann dreckig wie Sau die Bude. Alter Vater. Und generell Beschädigung, das ist ja Wahnsinn. Ja, es mag ein Driftauto sein, aber es ist aktuelle Farbe. Ja, warte mal, ich könnte ja mal probieren. Würdest du zwar nicht mitmachen, weil ich weiß auch nicht, warum man jetzt eigentlich skillt, aber wir können es ja probieren. Hier, 2,5 mehr kriegst du nicht. Das kannst du vergessen. Das ist, ja, das ist... Nee, ich möchte auch gar nicht weiter mit ihr reden. Das ist ja eine Frechheit. Eine Frechheit. Das würde ich für den noch ausgeben, ja. Und der ist auf Garantie bloß dreckig, sag ich doch. Aber nee, der will gleich erstmal 80.000 haben. Ja, fahr mich um, Junge. So, was mit dir hier? Sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen oder was? Für solche Buden hier, das ist ja Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also die Nachbarschaft ist auch nicht immer unbedingt der beste Ort. Hier 22, na klar. Never ever. Ich glaube, wir sollten doch mal auf den Automarkt gehen. 75%, was willst du? Ja, nee, ist klar. Was haben wir hier? 12, 11. Was ist grau eigentlich? Grau war in Ordnung. Nee, original ist es noch 11%. Hier sind noch 11%, 10% original. 7, 12. Alter, jetzt mal. Das ist ja mal übel. So 75% beschädigt. Und da willst du mir... Also mehr geht echt nicht. Ja, aber komm. Also maximal noch ein Huni. Mehr nicht. Würde ich sowieso nie mitmachen. Aber wie gesagt, ich verstehe auch nicht, warum man es gilt. Das ist. Die kommen dir nicht ein bisschen entgegen. Das wahre Leben ist ja auch kein Wunschkonzert, hä? Ich muss ja genauso gucken, wie ich hier mit meiner Kohle zurechtkomme. Das ist echt übel. Und hier hinten jetzt? Ja, da hinten ist noch was. Da vorne stand ja, glaube ich, nicht. Obwohl der mich echt schon angesprochen hätte, muss ich sagen. Aber nicht für... Ne. Also nicht für 8. Definitiv nicht. Definitiv nicht für 8. Der ist bestimmt utopisch teuer hier. Was willst du für die Karre an? 30. Sag ich doch. Knapp 30. Aber sieht halt schon gut aus, mit den Reifen. Das ist schon... Das ist schön. Ja, guck mal, eine kleine Knutschkugel. Warte mal, gleich haben wir hier ein bisschen Glück. Wenn es plus 1,5. Oh, 13. Genau, ich glaube, oh ey. Ich glaube es gleich. Habt ihr alle Lack gesoffen, ey. Kann doch nicht sein. Wiene. Sag doch mal, Leute. Kommt das drauf an, wie viel Geld man gerade in der Tasche hat, dass die Autos alle so schweineteuer sind? Hier, 29. Guck dir die Bude mal an. Die sieht doch aus wie der letzte Scheißhaufen. Zwei, das ist doch ein Angebot, pass auf. Ich heb doch 1,9er für die Kiste. Ja, geht doch. Ja, wenigstens was, du. Meine Fresse, ich hab schon gedacht, wir machen gar keine Geschäfte hier. Nee, du sollst nicht einsteigen. Auto. Mal hier, Reparaturplattform. So, müssen wir mal gucken, ob wir noch was rankriegen hier. Warte mal, bin ich jetzt schon? Ja, ich bin eigentlich schon durch, ja. Müsste mal auf der Seite gucken, hier noch.
Jawohl, fahr durch mich durch. Läuft. Aber wir können ja trotzdem noch mal auf den Automarsch gucken. Ein bisschen Golden haben wir ja noch. Und einer steht ja auch noch im Laden. Den Laden müsste ich bloß mal aufmachen. So, was ist denn du hier? Und Schnüppelchen, das ist auch der Schweineteuer. Achte. Ne, komm, geh weg. Nein, möchte das nicht. Möchte das nicht. Ich kann ja nicht Geld verdienen und das dann mit vollen Händen wieder rausschmeißen. Das geht ja nicht. War das teure Ding, oder? War ich hier schon? Ja, war ich hier schon? War ich schon bei dir? Fünfe. Achso, mit dir habe ich schon gehandelt. Ne, komm. Dann hat es ja keinen Sinn, wenn ich bei dir schon war. Ach stimmt, ja, hier war ich schon. Bei dir schon? Weiß nicht, also wenn ich jetzt doppelt hingehe, sagst du ruhig mal, ja guck, das waren die 30 schon. Ach jetzt, guck mal, das waren gerade noch 26 und bei dem anderen waren es nämlich 8. Hm? Hm? Das ist ja auch gewiebt, hä? Man kann ja zwischendurch nochmal runtergehen oder was? Warte mal, da muss ich jetzt hier nochmal, da guck ich jetzt hier mal kurz nochmal schnell überall. Aber der wurde auch ziemlich teuer hier, hä? Ja, und das war definitiv auch ein anderer Preis. Oh ja. Du warst das doch eigentlich mit den 26, ne? Ne, mit den 80, gut. Die hat sich nicht geändert. Der bleibt hart. Der bleibt harte. Die Sau. Der bleibt harte. Achte. Ne. Mit uns teuer. Also ne. So Leute, sorry. Aber nicht. Nicht unter den Umständen hier. Wo ist denn eigentlich die Bushaltestelle hier? Oder soll ich jetzt laufen? Vorne steht auch nichts mehr. Ne. Ja, ich meine, ich habe ja nichts gegen Laufen, aber das ist ja alles schweineweit hier. Obwohl, habe ich eigentlich eine Map hier? Nee. Hier eine Map? Nö. Haben wir nicht. Geh einfach mal querfeld ein. Hier muss ja irgendwas sein, wenn hier eine Strecke ist. Ich habe gesehen, irgendwie soll es hier auch Rennstrecken geben oder sowas, aber das habe ich bis jetzt noch nicht so empfunden. Oder gefunden. Hui! Ach, das ist der Schrottplatz. Das ist ja auch krass. Ich bin die ganze Zeit mit dem Bus gefahren, weil ich bloß hier rüberlaufen brauche. Na gut, dass ich das weiß. Jetzt. Gut, dass ich das jetzt weiß. Da spare ich mir in Zukunft die 10 Euro und laufe lieber. Keine Angst, wir müssen nicht ständig dabei sein. Jetzt muss ich auch noch ganz außen rumlaufen. Das ist natürlich blöde. Das ist natürlich blöde. Aber warum konnte ich denn jetzt nur eine Hebebühne benutzen? Das ist auch ein bisschen komisch. Na gut, da war vielleicht gerade Kunde da. Ja. So, warte mal, gucken wir mal, ob wir hier noch sauber machen können. Und dann machen wir gleich mal auf. Vielleicht kommt ja jeder gleich für das Auto hier. Ich liebe dieses Geräusch. Ich brauche XP. So. Zack. Hier liegt aber immer noch irgendwo was rum. Ist das ein Bug oder was? Ich verstehe es nicht. Da schmiert er noch ein bisschen rum. Sehr schön. Gut. Kannst du öffnen, aber mein Büro ist so schmutzig, da kommt doch keiner. Verstehe es nicht. Also seht ihr hier noch irgendwelchen Müll rumliegen? Oder steht das Auto drauf? Ja, aber eigentlich nicht, das liegt ja bloß außen rum. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. So, gehen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber. So, was kostet mich der Spaß jetzt hier? Ja, 140, das geht ja immer noch. Das geht ja immer noch. Und dann wird's da. Oh, warte, jetzt habe ich es gerade falsch gemacht. Das habe ich beim Laufen hier Dings gedrückt. Das wollte ich schon nicht. Okay, ein Lenkrad. Ein Lenkrad. Ist da noch irgendwas? Nein. Gut, dann machen wir jetzt. Oh. Hammer, Hammer.
So. Kann ich mit dem Hammer ein Auto auseinandernehmen? Das kommt bestimmt auch ziemlich gut, würde ich sagen. So. Na ja, oder den Mist einsammeln, ja. Wird kein Stückchen Metall liegen gelassen. Das ist alles Geld. Das ist alles Geld. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. Dreht muss ich ihm gleich wieder ab. Oder man muss noch sammeln. Na gut, aber guck mal, ich könnte eigentlich auch mal auf dem Schwarzmarkt vorhin mal den Mist verkloppen, ja. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr. Oder ich sammle noch als Notgroschen. Das ist ja auch quasi legitim, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, was war denn jetzt noch an der Karre hier? Ja, zeigen wir mal das Autopanel. Gestrichen ist er und schmutzig. Ja, schmutzig mache ich selber. Gestrichen. Aber die 3%, das fällt ja eigentlich auch nicht ab, oder? Naja, komm. Also ich möchte ja mindestens 3000 für die Karre rausholen. Mindestens. Um ein bisschen Profit zu machen. Ich liebe dieses Auto. Die Karre fahre ich irgendwie ja mal. Nee. So, Motor aus. Achso, warte mal, ich sollte es vielleicht ja doch noch mal putzen vorher. Aber wie es gleich alles weggeht, herrlich. Jawohl. Also die Karre war mal echt dreckig. Ohne Mist, ey. Und das sieht ja jetzt schon wieder gut aus. Vor allen Dingen schwarz. Und da unten ist noch was. Jetzt war er fertig. So, na, da gucken wir doch mal. Ja, mach mal Umlackierung hier. Ich würde sagen, Teile. Zähne. So, warte mal, Auto. Man muss mal so ein knalliges Rot nehmen oder sowas. Guck mal hier. Ja, ja. Halt mal die Backen. So, oder? Jawohl. Das ist doch mal alter. Ist das ein Rot? Das sieht doch gut aus. Schon wieder alles zu hier. Ja, ich glaube, die kommen nicht, weil mein Büro schmutzig ist, oder? Aber soll ich mir noch machen? Ach, da oben liegt sie, die dusselige Dose. Wie soll ich denn da rankommen? Toll. Haben wir jetzt eingesperrt? Ne, hab ich nicht. Na toll. Klasse. Warte mal, ich probier mal was. Achso. Das war nicht gut. Achso, mir wurde auch gesagt, ich soll mal auf den Abschlepper fahren, um den eventuell freizuschalten. Das könnte man natürlich auch mal probieren. Ja, jetzt. Ja, sehr schön. Okay, gut. Haben wir das geklärt. Bist du jetzt wieder kaputt? Nee, gut. Hast bloß keinen Treibstoff drin. Das ist sehr schön. So, warte mal. Ich fahre noch mal kurz hier rüber. Oh, nice. Hohoho, jawohl. Das ist doch genau mein Stil. Ist so schnell. So, wie soll ich den jetzt genau freischalten? Ach so, ach, okay. Ah, okay.
Ach, das ist ja cool. Rotes Tal, Wüste. Ah ja, okay, gut. Das musste ich jetzt. Okay, das musste ich jetzt noch wissen. Ja, stimmt. Sehr schön. Macht ja richtig Spaß, mit der Karre rumzufetzen hier. So, was im Wesentlichen jetzt los? So, aus die Karre. Und zack. Guck mal, jetzt komme ich wenigstens hier lang. So. Gucken wir nochmal aufs Autopanel, was das Autopanel sagt. Also, wir haben 0,0,0,0 und 23%. Also, wie gesagt, festgestellt habe ich jetzt für meine Verhältnisse, auch wenn wir das jetzt bloß einmal im Durchschnitt probiert haben, es spielt keine Rolle, ob der Tank voll ist oder leer. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Also, zumindest nicht für den Verkauf. So, wir haben entstandene Kosten. Also, für 1,9 haben wir gekauft. Entstandene Kosten waren 484. Also, würde ich rund sagen, roundabout schon mal so 1,5, 1,6, 2,5, 2,6. Aber ich will mindestens für drei loswerden. Also würde ich sagen, wir machen jetzt mal Fotos von dem guten Stück. Wahrscheinlich, wenn man die Kamera noch ein bisschen upgraden könnte. Das wäre auch sweet. Jetzt kriege ich natürlich keine Seitenansicht komplett hin, weil es schon hier steht. Zurück. So, ja, das passt. Machen wir hier noch die sweeten Felgen. Kann ich mich überhaupt hinhocken? Nee. So, dann machen wir von hinten noch. Von hinten klingt immer komisch, aber das ist leider so. Okay. Komme ich auf die Mülltonne hoch? Ne. Von den Zaun komme ich auch nicht, ja? Ne, verdammt. Na gut, dann machen wir es im Multipack. Machen wir es halt so. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen ranzoomen. So, genau. Und dann noch ein bisschen so die Ledersitze hier. Oh, das ist ein schlechtes Foto. Entfernen. Er ist auch nicht besser. Oh, wir nehmen das jetzt. So. Gut. Müssen ja jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, müssen das ja 5 sein, oder? So. Das ist der hier. Dann schmeißen wir immer das Foto rein. Dann das. Dann das. Dann hatte ich noch. Kann das sein, dass ich hier auch mal Fotos löschen muss? Nee, mach das weg. Den Shit. Ja, wo sind denn jetzt die Fotos von innen zum Beispiel? Ja, das ist ja auch nicht mehr drin. Kann ich überhaupt Fotos löschen? Sieht gar nicht so aus. Sieht ja nicht so aus. Warum kann ich hier ranzoomen? Das ist ja auch geil. So, also wie gesagt, wir steigen mal bei 3,5 ein. Da haben wir ja einen, der das bezahlen will. Und da muss ich noch mal gucken, warum sind von dem eigentlich keine Fotos drin. Ich muss das nochmal neu machen. Warte mal, wir hatten jetzt von dem hier noch. Dann natürlich noch von der Sitzgarnitur. So. Mal gucken, ob ich die jetzt noch nachträglich reinkriege. Das wäre natürlich echt genial. Ja. Und da. So, sollte ja eigentlich reichen. Was Posttitel? Achso, das müsste ich mir vielleicht auch mal einfallen lassen, ne? Ah ja, gut, okay, ist nicht so wild. So, warte mal, dann machen wir das gleich mal für das andere Auto. Habe ich von dem anderen Auto Fotos? Ja, hier. Aber die hatte ich doch eigentlich reingestellt, oder? Ist die nicht mit reingestellt? Oder gehen die immer raus beim Verlassen?
guck mal, der hat zum Beispiel das Lenkrad. Ja, können wir auch nochmal gucken. Fotos. So. Komm ich leider nicht weiter ran. So. Dann nochmal die Reifenstellung mitnehmen. So. Dann gucken wir hier auch nochmal. Was war jetzt der hier? So, das war das. Das Reifenbild ist immer noch nicht da. Und das von der Sitzgarnitur auch nicht. Aber das habe ich zum Beispiel auch noch. Also das habe ich jetzt doppelt drin. Das ist nicht schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist doch auch eher, oder? Ja. Können wir das vielleicht sogar nochmal rausnehmen. Gut, dann machen wir nochmal neu. Machen wir noch ein paar neue Bilder. Es ist blöd, dass ich hier nicht so. So. Und von hinten eigentlich ein Bild? Naja. Ne? Gut, hier komme ich jetzt auch nicht wirklich ran. Da kann man jetzt auch noch irgendwie einen Spoiler noch. Ich könnte ja Kunden anlocken. Also wenn das Foto jetzt natürlich auch da ist. Nee, Quatsch. Wollte ich gar nicht. Hier wollte ich doch hin. So, ansonsten muss ich wirklich mal gucken, dass ich, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich hier Fotos löschen kann. Was hat man denn jetzt? Ist ja immer noch nicht von innen da, oder? Weil ich kann ja hier auch nicht auf eine Seite weitergehen irgendwie. Guck mal, den Spoiler hat es gemacht. Den Spoiler hat er. Ich will das jetzt wissen. Seht nur das Schwein. Ich hatte gerade so ein cooles Foto von hier drinnen. Ist ja übel. So, wo ist jetzt die Sitz? Hier sind schon wieder keine Sitzgarnitur. Hier ist schon wieder keine Sitzgarnitur. Was ist denn das für ein Scheiß? Hier irgendwie weiter navigieren oder so? Nee, auch nicht. Ne, mit Q ist ja wegstecken. Hä? Lol. Speichern. So. Was jetzt nicht drin ist, rast scheiß. Ja, da ist es doch. Mensch, jetzt kennen wir. So, wir haben gelernt, jetzt laufen wir nach Hause. Also eigentlich müsste ich jetzt, ja, ich müsste mich jetzt beeilen, weil wir haben nur rumgeblödelt die Folge. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Da spare ich mir lieber die 10 Euro, da bin ich ganz ehrlich. Da spare ich lieber die 10 Euro. Dafür gehen wir auch nochmal in die Nachbarschaft den nächsten Tag. Also auch wenn die Folge jetzt mal ein bisschen länger wird. Oder ich cutte dann jetzt einfach nur. Also beziehungsweise, ich sag zwar schon Tschüss und so, aber... Das geht dann auch ohne. So, wo ist denn jetzt hier? Da. Juppidupidu. Schubidupidu. Oh, ich hab's Büro offen gelassen. Na, ist nicht so schlimm. Es kommt ja eh keiner, wenn es dreckig ist. Und nächsten Früh ist ja bestimmt wieder dreckig. So, ich gehe jetzt einfach nur schnell pennen. Pennen. So, 1.9 nochmal ausgegeben. Das geht. Das ist eigentlich ein Bombenergebnis für den einen Tag. So, dann gehen wir noch mal gucken. Wir können noch mal ein paar Autos kaufen. Obla. Mensch, was ist denn hier jedes Mal? Jedes Mal, wenn wir rauslaufen. Was ist das? Habt ihr Probleme? Ja, kannst du denen mal helfen? Kann das sein, dass das Spiel jetzt gerade rumbackt? Das wäre nicht schön. Weil hier kommt keiner lang gefahren und trotzdem, hä? Oder sind das jetzt, ist das jetzt wegen den zwei Autos? Das wäre natürlich doof. So. Kunde im Büro. Na so ein Blödsinn. Letztes Mal ist keiner gekommen, wo es dreckig war. Das ist ja doof. So richtig schön blöde. Letztes Jahr. Haben wir Pech. So, ich halte an meinem Credo fest. Also zwischen 2000 und 1.5 nehme ich es auf jeden Fall erstmal mit. Oh, oh, oh.
warte mal, 2,8. Ne, 1,8. 1,7? Ja, komm, wir probieren es mal mit 1,7. Ich brauche Vorrat. Ich brauche Autovorrat. Sehr schön. Das lobe ich mir doch. Zack, kannst du gleich mal dahin springen. Es läuft, Leute, es läuft. Das ist schon so ein scheiß Lieberwagen. Aber die verkaufen sich halt auch ziemlich gut. Guck mal, das Cabrio ist bestimmt schweineteuer. Das wird doch nix. Der will doch bestimmt nach 23. Hast du die Karre mal gesehen? Hä? Hast du die Karre mal gesehen? Wenn du guckst dir dein Auto schon an, oder? So, was mit dir? Viel zu viel. 15. Ja gut, das magst du ja für das Auto noch schleichen. Gebe ich dir recht. Oder euch. Aber, ne. Definitiv nein. Hier ist die Bushaltestelle. Ach stimmt, wenn ich mit dem Bus fahre, komme ich immer hier hinten raus. Stimmt, wenn ich mit dem Bus fahre, komme ich immer hier hinten raus. Mal gucken, ob wir nochmal einen Abschluss machen jetzt hier. Was ist das? Könnte das ein BMW sein? Ja, könnte. Also oh, ziemlich teuer. 19. Ja, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Da ist ein Van. Oh, da steht ein Van. Sehr schön. 8. Nein. Das kann ich mich momentan noch nicht leisten. Das Teil. Das würde ich sogar selber fahren. 20. Never ever. Dich brauche ich da noch nicht anquatschen. Eigentlich. Ja, na gut, 8, das geht sogar. Guck mal hier, schon wieder so ein Nobelhobel. Das auch ist dreckig. 2,5. Oh, warte mal, das muss ich probieren. Ja, 200, ja. Probier's mit 200. Was? Ich bin wütend gegenüber dir. Einige Zeit brauchen, um mich zu beruhigen. Ja, das ist mir doch scheiße, ja, ey. Ich bin doch im Sack. Alter. Oh, ey. Nee, nicht 3. Wie war das mit wütend? Hä? Wie war das mit wütend? Ist das ihr scheiß Ernst? Was willst du für deinen Hobel? Viel zu viel, ja? 22, ja, das war ja klar. So, haben wir noch so einen Hobel rumstehen? Ne, da fahren wir mit dem jetzt nach Hause. Ich hoffe, hier ist noch genug Sprit drin. Mal Panel. Okay, Sprit ist voll. Und der ist eigentlich auch nur dreckig. Den könnten wir so, wie er ist, gleich zum Verkaufen reinstellen. Das ist doch mega geil. Ab ins Rennen. Wir könnten ja auch mal versuchen, ein Rennen zu fahren, ehrlich gesagt. Hätte ich auch mal Bock drauf. Und dann den Hobel verkaufen. Was haltet denn ihr von der Idee? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich weiß, ich habe euch jetzt auch bloß hingehalten. Aber irgendwie muss ich ja auch ein bisschen, irgendwie muss ich ja ein bisschen Content produzieren. Ne, Quatsch, das ist bloß ein Witz. Naja, aber ich würde sagen, doch, wir machen das mal in der nächsten Folge mit dem Rennen. Da muss ich jetzt wieder auf den Abschlepper fahren, oder? Ich fahre jetzt erstmal schnell ins Büro. Merkt man, dass der kein Driftkit drin hat. Warte mal, da bin ich doch hier rum, glaube ich, schneller, oder? Jetzt eigentlich nur geradeaus müsste. Oh, der liegt aber wie ein Brett, hä? Der liegt richtig gut auf der Straße, ey. Ohne Scheiß. Oh, die stehen alle um das eine Auto ringsrum, geil. So, liegt da jetzt schon wieder eine Büchse oben rum? Ne. Ja, ich räume erstmal auf. So. Okay, mal hier. Madamse. Was hast du denn? 5, 6. Der Preis stört dich. Ja, dann geh doch. Tschüss. Schmutz. Ich kann es auch nochmal putzen, wenn dir das besser gefällt. Ne, komm, hau ab. Geh weg. Ich habe gesagt, geh weg. Ach so, scheiße, stimmt. Ich muss ja hier auch nicht verkaufen. Komm,
Ich hole für euch jetzt extra nochmal den Schwamm raus. Mach die Karre nochmal sauber. Nicht, dass ihr noch hier am Umheulen seid. So. Wie sieht's denn aus? 5-6. Ja, genau, 5-6. Nein. Tschüss. Geh einfach weg. Der hat 0 Schaden, ja. Ja, hier, komm. Du weißt, wo die nächste Kurve ist. So, und du? Ja, immer noch 5-6. Nee. Tschüss. Dann geh einfach. Warum steht hier eigentlich kein Pixel mehr dran? Ist auch komisch. Ist irgendwie auch komisch. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir fahren das nächste Mal mit dem Auto in Rennen. Ich werde es jetzt erstmal so lassen. Oh, warte mal, erstmal muss ich gucken. Der geht zu dem Roten, oder? Ja. Der geht auch zu dem Roten. Ich glaube, die zwei hier machen wir jetzt noch schnell, oder? Ja, könnt ihr euch mal entscheiden, von welcher Seite ihr jetzt gucken wollt? Das ist ja ekelhaft. 3, 5, ja. Immer noch. 3, 2. Okay, pass auf, weil du es bist. Machen wir 3, 4, 75. Was für ein gelungener Abschluss in der Folge. Das ist so geil. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Dabeibleiben. Ich danke euch für den Support, den ich von euch kriege. Ich habe euch alle lieb. Ihr seid die Besten. Und für den Rest wisst ihr selber Bescheid. Kostenloses Abo, Glöckchen, dass ihr nichts mehr verpasst von dem ganzen Spaß hier. Ich gehe jetzt nach der Folge, nach dem Abschluss nochmal auf den Schrottplatz. Ich würde mich über ein Däumchen freuen und über mega, mega, mega viele, viele, viele Kommentare. Ich bedanke mich nochmal bei euch und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann mit dieser Schüssel dort ein Rennen fahren. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss!